Das WB-Gespräch von Willi Sauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der Gut AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch, dem aktuellen Monatsinterview von Willi Sauer Bott. Am nächsten Samstag ist es wieder soweit. Die Jagdhörner rufen zum Halali. Am 1. Oktober geht die Jagdsaison los. Jagen, das weckt Emotionen. Gerade in unserer Gegend gehören diese Monate für viele Frauen und Männer zu den schönsten im Jahr. Sie haben eine richtige Leidenschaft für die Jagd. Andere können damit weniger oder gar nicht anfangen. Redet sogar von Tierquälerei. In diesem ganzen Spannungsfeld äußert sich heute mein Gast. Ich freue mich zu begrüßen den höchsten Jäger in dem Sinn vom Kanton Luzern, den Guido Roos. Er ist der Präsident vom Verband Revierjagd Luzern. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Guido Roos, Jagd weckt Emotionen. Was ist Ihre Passion, was ist Ihre Leidenschaft für die Jagd? Ja, vorab ist es für mich nachvollziehbar, dass Jagd Emotionen weckt, weil es geht ja hier um Tiere, es geht um die Natur, es geht auch um Lebensmittel. Und das bewegt uns. Und damit sind Emotionen aller Art verbunden. Und ich vergleiche es manchmal mit einem Bauer, der ein passionierter Viehzüchter ist. Der macht alles für die Tiere, engagiert sich, geht in die Ausstellungen. Und wenn es nachher ist, tut er aber auch das Tier schlachten und tut es essen. Und das ist also unser Bild auf die Natur, dass das halt alles Teil von einem Kreislauf ist. Und mich fasziniert ganz viel an der Jagd. Das ist das Archaische, das damit verbunden ist. Das tut nämlich uns an unsere Wurzeln erinnern, wo wir herkommen. Es ist die enge Verbundenheit mit Natur, die Pflanzen, mit den Tieren und Natur wahrnehmen, verstehen, in allen Facetten. Und auch damit können abschalten von der anderen Welt, die vielleicht drin ist. Und in die Natur mit dieser Spannung, diesen spannenden Erlebnissen können wir gehen. Und dann kommt auch die Kameradschaft, die sehr wichtig ist dazu, das ist mir auch ganz wichtig. Und interessant ist noch, wir nehmen manchmal Jagdinteressierte, bis Jagdkritische mit auf die Jagd als Treiber. Und die finden das nachher meistens auch so spannend und erholsam. Und in den meisten weckt das nachher die gleichen Grundemotionen wie bei uns. Können Sie aber auch Menschen begreifen, die jetzt eine andere Einstellung haben, die das sehr kritisch anschauen? Ja, ich kann das nachvollziehen, oder wir können das nachvollziehen. Auch aus der Überzeugung, dass die Herkunft und was man erlebt hat, als Mensch ganz entscheidend ist. Und ich mache auch ein Beispiel. Es ist natürlich ein grösserer Unterschied, ob man seine ersten 20 Lebensjahre in der Stadt Zürich oder der Stadt Genf erlebt hat oder in Hergiswil oder zu Romos auf einem Bauernhof auf 1000 Meter, wo schon 4-5 Mal die Strasse verschüttet war, man ist nicht heimgekommen. Das ist eine ganz andere Lebensrealität. Und was man erlebt hat, die Erlebnisse, die Gedanken, das tut einen prägen und so, kann man verschiedene Blickwinkel auf die Natur haben. Das respektieren wir. Und wir stellen auch fest, dass viele Kerne gleich sind. Gerade bei den Naturschutzorganisationen, da haben wir recht viele gleiche Interessen. Oder? Und darum ist es nicht als legitim, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann. Sie sind seit rund anderthalb Jahren Präsident vom Verband Revierjagd Luzern. Was ist genau die Aufgabe von dem Verband? Was mache ich denn? Ja, was macht der Revierjagd Luzern? Wir tun die jagdlichen Anliegen von allen Jägerinnen und Jägern vom Kanton Luzern zusammenfassen und vertreten gegenüber der Öffentlichkeit. Das heisst, in den Medien, aber auch in der Politik und in den Dienststellen vom Kanton Luzern und weiteren Anspruchsgruppen. Wir organisieren Aus- und Weiterbildungen für unsere Leute organisieren und bieten unseren Jägern auch organisatorische Unterstützung mit Versicherungsleistungen und anderem. Und dann tun wir natürlich auch unser Netzwerk untereinander pflegen und weiter ausbauen und entsprechende Anlässe machen, unter anderem den Jägerfeitig, den Fählimärt in Sursi. Und dann schauen wir auch natürlich, dass unser Nachwuchs gepflegt wird, dass das weitergeht. Wichtig ist noch zu sehen, wir haben eine andere Rolle, wenn die Leute, die vom Kanton arbeiten. Dort hat es auch Spezialisten für die Jagd, das sind die, die die Seite vom Kanton haben. Wir sind auf eine Art, wir können doch sagen, fast eine Gewerkschaft der Jäger. Einfach der Verband, wir haben uns zusammen, der Verband der Luzerner Jäger. Ja. Haben ihr spezielle Anliegen oder aktuelle Projekte, die ihr besonders beschäftigt in dieser Zeit? Ja, wir Jäger sind
in einem mannigfaltigen Spannungsfeld. Wir sind selber interessiert an einer grossen Naturvielfalt, an der Biodiversität. Wir wollen selber möglichst wenig Störungen in der Natur. Aber es ist ein grosser Bewegungsdrang der Menschen, rauszugehen in die Natur. Das tun wir auch respektieren, aber das wird zunehmend schwieriger zu jeder Tages- und Nachtzeit und nicht nur auf den Wegen, sondern unter daneben, neben den Wegen. Dann wird erwartet, dass wir zu der Natur schauen, dass wir sie hegen, dass wir auch manchmal eingreifen im Sinne von einem Schädlingsbekämpfer, wenn ein Marder in einem Quartier unterwegs ist oder ein Fuchs und Schäden stiftet. Dann sollten wir aber möglichst eingreifen, dass es keinen Einfluss hat. Dann sollten wir möglichst tiergerecht eingreifen, das verstehen wir natürlich. Und beim Wald ist es so, die Waldeigentümer und Bewirtschafter haben auch ihre Ansprüche, die wollen möglichst einen gesunden Wald, möglichst wenig Verbiss. Und das kommt jetzt dazu noch mit der Anpassung auf den Klimawandel und Klimaadaption, wo wir neue Baumarten setzen. Und wir wissen, all diese Baumarten, die frisch kommen, die sind noch anfälliger auf Verbiss. Und dort wird der Druck vom Wald noch mehr zunehmen, dass wir schauen, dass möglichst wenig Wild im Wald durch Schaden stiften. Und das ist ein mannigfaltiges Spannungsfeld. Und wie wollen wir dem gerecht werden? Wir wollen Einfluss nehmen in der Nutzungslenkung in der Natur, vor allem im Wald. Und im Moment steht hier die Frage vom Velofahren, vom Biken an. Und da tun wir zuhanden von unseren Jäger Wissen aufbauen und einen Leitfaden erarbeiten. Wie gehe ich damit um? Was habe ich für Möglichkeiten? Wie gehe ich darum, wenn jemand einen Bikeweg anlegt? Wie ist eigentlich die Gesetzesgrundlage? Was hat sich bewährt an anderen Orten? Und so weiter. Ist es so wichtig, dass wir intern zu wichtigen Themen eine gemeinsame Haltung haben, also haben wir ein Positionspapier zu erarbeiten, wie stellen wir uns zum Beispiel stellen zu neuen Hilfsmitteln, die es gibt, wie Schalldämpfer oder so, oder neue Munition. Da sind wir dran. Und da stellen wir auch fest, das Verständnis von uns Jägern und auch was wir tun für die Allgemeinheit, das wollen wir fördern. Wir tun eigentlich für die Allgemeinheit Leistungen erbringen, indem wir ausrücken bei Wildumfällen, dass wir Rickitzrettung machen, Hegemassnahmen ganz häufig. Dort, an dem arbeiten wir. Intern sind wir noch dran, die Finanzierung vom Verband zu stärken. Da haben wir noch ein paar Schwachstellen. Und zusammen mit dem Kanton haben wir angeregt, dass wir uns die Weiterbildung noch mehr annehmen. Wir sind konzeptionell überlegen, wie wir da die nächsten 4-5 Jahre die Weiterbildung stärken können für die Luzernerin. Also eine ganze breite Palette von Aufgaben. Können wir vielleicht noch zwei, drei aktuelle Probleme oder Sachen, die in den Medien auch erschienen sind. Im Gebiet Pilatus grassiert momentan die sogenannte Gemsblindheit. Wie akut ist das? Und B, muss man befürchten, dass das sich ausweitet, also auch sagen wir, das Napfgebiet in unserer Region sich dort ausbreiten? Ja, da. Das ist eine sehr wichtige Frage für uns Jäger und ich habe mich da noch vorgängig mit einem kantonalen Wildhüter austauscht, dass ich da wirklich das Richtige sage, weil die haben sie näher bei diesen Informationen. Also, Gemsblindheit ist nicht neu bei uns im Kanton Luzern. Die ist seit immer einem Jahresthema. Sie ist von der Berner Grenze her, sie war im Hogant und letztes Jahr hatten wir grosse Probleme gehabt im Gebiet Schratten, Beichlen, also im oberen Entlebuch. Und die Gemsblindheit ist jetzt dafür gewandert, via Schimbrig, Pilatus. Und es ist einfach so eine Tatsache, dass Kanton Obwald und Nidwalden, die auch anstössig sind, und Pilatus halt das mehr Medien da haben. Aber bei uns ist das Problem schon länger und schon grösser. Und leider ist es jetzt wieder zurück. Im Moment ist gerade in der Weichel wieder ein grösseres Problem. Es müssen viele Tiere von diesen Qualen erlöst werden. Was heisst das für unser Gebiet hier am Napf? Im Moment ist das Gebiet gemäss aktuellem Wissensstand Gemsblindheit frei. Aber man muss bewusst sein, dass es übertragen werden kann. Es wird einerseits durch die Gemse selber übertragen, zum Teil wird es übertragen über die Nutztiere Schaf. Und dann gibt es noch die Pflege. Das ist noch das Herausfordernde. Oder? Und je nachdem können wandernde Gemse oder Pflege dazu führen, dass sich die aktuell gute Population im Napfgebiet anstecken könnte. Aber bis jetzt lange Holz haben wir noch Glück gehabt. Aber es kann nicht ausgeschlossen werden. Das andere grosse Thema, national natürlich, ist der Wolf. Immer wieder Schlagzeilen sorgt, wie steht es dem Kanton Luzern? Ist das auch ein Thema? Ist das eine Bedrohung? Ist somit anzunehmen, dass man dem Wolf auch im Napf hinten mal begegnet? Ja, der Wolf bewegt schweizweit. Du bist bei uns bewegen. Die Situation im Kanton Luzern ist auch gemäss Informationen, wie ich es jetzt habe, vom Wildhüter so, dass ein Wolf
im Grenzgebiet Luzern-Bernbiet streift. Also schon seit längerem. Es gibt auch Rissvermutungen von diesem Sommer, die aber nicht 100% nach den geltenden Bestimmungen können nachgewiesen werden konnten. Wir gehen davon aus, und dort ist auch Falter, dass es ein klarer Wolf war. Streift er im Napfgebiet, wo man ist gefragt? Da sage ich natürlich ja. Wir haben nicht die absoluten Hardfacts, aber ich weiss von Jägern, die ihn gesehen haben und auch Serien auf der Kamera hatten. Oder? Aber wir müssen uns bewusst sein, dass es ein sehr scheues Tier ist mit einem grossen Radius. Und dass man das zu Gesicht bekommt, das ist selten. Oder? Und ich glaube, dort ist auch ein Teil von der Sehnsucht der Menschen drin. Also das Gefühl hat, der ist richtig Wildnis, wenn man einen Wolf sieht. Aber das ist ein bisschen utopisch. Mal, er ist ab und zu da. Das Jagdgesetz, das Eidgenössische, ist ja gescheitert. Seither versuchen wir nach neuen Lösungen. Es ist ja vor allem um den Wolf gegangen. Haben Sie einen konkreten Vorschlag oder eine Idee, wie man das weitergehen müsste? Ja, eigentlich wäre es gut angedacht gewesen, dem Gesetz, das abgelehnt worden ist, der letzten nationalen Abstimmung. Im Moment arbeiten wir darauf, auf eidgenössischer Ebene, das ist ja eidgenössische Ebene, da gibt es zwei Ansätze. Das eine ist eine parlamentarische Initiative aus der zuständigen Kommission vom Ständerat, UREC S abgekürzt, und das andere ist, wo sich die Verbände zusammengetan haben. Das ist echt gut aufgelesen dort, haben wir jetzt gewusst. Es geht vor allem, dass man den Wolf so regulieren nach einer Analogie wie der Steinbock. Der ist auch eidgenössisch geschützt, aber hat irgendwie so stark gewachsen, dass man muss eingreifen muss. Dann hat man eine Regulationsjagd gemacht. Und das wird man auch hier machen. Das wäre eine Grundidee, die sehe ich. Aus unserer Sicht gibt es noch ein paar andere Sachen, die wichtig wären. Wir haben bei den technischen Hilfsmitteln zum Teil nicht gute Rechtsgrundlagen auf nationaler Ebene, insbesondere bei dem Schalldämpfer. Und wir hoffen, dass das gut kommt. Es gibt jetzt aber gewisse Risiken, wenn ich hier vor kurzem vernommen habe. Biber ist auch ein Thema, das immer mehr kommt, auch betrifft unser Gebiet auch. Und beim Biber gibt es Potenzial für sehr grosse Schäden. Wenn die Eisenbahntrasse oder Strassentrasse untergraben und das ausgraben werden. Und das wird man auch dort packen und dort geht einiges sehr auseinander. Und vor allem wegen der Finanzierung, wegen der Schaden finanziert. Und im Moment besteht das Risiko, dass das aufgelesene neue Jagdgesetz oder die Anpassung des bestehenden Jagdgesetzes wegen dem scheitern könnte. Das würde mir sehr bedauern. Kommen wir vielleicht zurück noch auf die aktuelle, auf den Jagdstart. Es gibt ja auch immer wieder Jagdumfälle. Nicht allzu viel jetzt da uns dagegen, aber es ist eine Gefahr da. Wie tun ihr Schutzmaßnahmen oder Vorsorgemaßnahmen greifen, dass das nicht passiert? Ja, es kommt leider ab und zu auf die Jagd in Europa, in der Schweiz, zu Jagdumfällen. Bei uns sehr, sehr selten oder praktisch nie im Kanton Luzern. Da glaube ich einfach auch, dass wir mit dem System der Jagd, das wir im Kanton Luzern haben, Reviersystem, dass wir da grundsätzlich schon die besseren Voraussetzungen haben, wieder ein Patentsystem. Und wir haben klare Regelungen in der Jagdgesellschaft. Der Grundsatz ist, jeder Schütz ist für seinen Schutz verantwortlich. Für seinen Schuss. Oder? Das ist einer der wichtigsten Grundsätze, die jemand lernt in der Ausbildung. Und dann schlussendlich haben wir natürlich, jede Jagdgesellschaft hat einen Jagdleiter, der die Jagd organisiert und der hat eine besondere, wichtige Rolle. Und die Jagdgesellschaften sind sich dem bewusst. Wir tun immer auf das sensibilisieren. Und wenn wir das Ganze so anschauen, oder? Wenn man den Jagdlehrgang macht, die erste Prüfung, die man bestehen muss, ist die Waffenhandhabungsprüfung. Dann darf man nicht einmal eine Schiessprüfung. Und wenn man die Waffenhandhabungsprüfung besteht, kann man eine Schiessprüfung. Und wenn man die Schiessprüfung bestanden hat, dann kann man erst den inhaltlichen Lehrgang antreten. Oder? Das zeigt eigentlich, wir geben dem überragende Bedeutung. Und, ja, und jetzt habe ich gesagt, wir machen Überlegungen mit der Weiterbildung der Jäger mit dem Kanton. Und das ist dort natürlich auch ein Wesenselement, wie immer auch dort an Schuhe bleiben in all diesen Fragen von der Sicherheit. Wenn wir beim Schießen sind, kommen wir vielleicht noch schnell zu der Munition. Da ist ein Thema, die bleihaltige Munition wird man noch abschaffen. Gewisse Kantone sind da schon dran. Wie sieht das im Kanton Luzern aus? Ja, da sind wir natürlich nicht eine Insel, die allein entscheiden kann oder es allein geht. Da sind wir von grösseren Entwicklungen abhängig. Und, die Bleimunition die wird ja häufig verteufelt. Und es ist aber wichtig zu verstehen, wieso ist Blei so gut. Und ich würde das gerne an einem Beispiel erklären. Oder?
wenn dir jemand einen Schneeball anrührt von einem neuen Schnee, einem weichen Schnee oder einem Stein in dem gleichen Umfang, in der gleichen Geschwindigkeit, was hättest du lieber an den Stirn? Wahrscheinlich die Schneeballen. He? Das ist das Gesetz von der Ballistik, oder? Vom spezifischen Gewicht des Wurfkörpers. Und da ist einfach Blei hervorragend. Und wir alle haben den Anspruch, wenn ein Tier beschossen wird, dass es möglichst schnell getötet werden kann. Und da ist halt im Moment die Eigenschaften von Blei hervorragend. Und es braucht alternative Sachen, die die gleichen Vorteile haben und Noten eben besser wären. Oder? Und da gibt es Entwicklungen. Und denen dürfen wir uns nicht verschliessen. Aber im Moment haben die bestehenden Alternativen auch an einen Hocken. Es gibt Länder, die auf Blei frei umgestellt haben, also wieder zurückgehen. Mhm. Oder? Wir glauben aber, dass das eine Frage ist, die vielleicht außerhalb der Schweiz entschieden wird und wir wie können mitmachen. Wenn dann irgendwie die EU etwas entscheidet und gewisse Sachen nicht mehr produziert werden oder nur noch sehr wenig, dann müssen wir uns da ein bisschen anpassen. Aber ein bisschen hergesagt, wir hocken hier nicht im Dreifrei. Wir haben nicht zu sagen in dieser Frage. Oder? Vielleicht noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Wie steht es um den Nachwuchs der Jäger? Ja, der Nachwuchs ist erstaunlich gut. Überall im Kanton Luzern. Wir haben ein paar Revier, wo es vielleicht ein bisschen weniger attraktiv ist, einzusteigen. Eine Serie, die halt vor allem starken Druck haben auf die Natur, wo sehr viel Umfallwild haben, was nicht so interessant ist zu sagen, dort gibt es etwa eins, wo wir vier Herausforderungen haben, aber insgesamt ist es gut. Wir haben jetzt hier Warteliste für heurigen Jahrgang. Ich bin gerade letzte Woche hier so am ersten Kurs gesehen, nachdem dass sie die Schiessprüfung bestanden haben. Da haben die Leute getroffen, gut 50 junge Leute, alle, fast alles junge. Und einen höheren Anteil Frauen. Ich habe gestaunt, dass sind dort 10 Frauen dabei waren, 10 Frauen. Der Jagen wird weiblicher. Dann sind wir schon fast am Schluss von dem Gespräch. Guido Roos, zum Jagen gehört auch der Jägerlatin. Die Geschichten rund um die Jagd. Können Sie uns zum Schluss vielleicht auch noch so ein Müsterli erzählen aus Ihrem Erfahrungsschatz? Ja, ich glaube, das macht einen ganz grossen Teil vom Reiz aus, die überraschenden und spannenden Erlebnisse, die man in der Natur hat. Und eins davon gebe ich gerne Preis da. Ich bin ja in Menzberg aufgewachsen und gehe jetzt seit über 30 Jahren auf die Jagd. Und bin vor 2 oder 3 Jahren mal auf einem Hochsitz gehockt, habe dort auf Reha gehockt. Und es ist am Abend in die Dämmerung gegangen und ich bin ganz ruhig gehockt und habe meine Waffe auf den Schoß gehalten. Und dann ist plötzlich eine Waldkauz anzufliegen und hat auf dem Schaft von meiner Waffe ist der abgesessen, also links von mir. Und ich hatte die Waffe so in den Händen, wirklich nicht die Hand an der Waffe. Und dann habe ich ganz langsam den Kopf gedreht. Und dann haben wir einander in die Augen geschaut. Und dann haben wir einen Moment einfach einander in die Augen geschaut. Und dann haben wir schauen, ob der jetzt den Blick halten kann. Und ich auch. Dann haben wir den ziemlich lange den Blick gehalten. Und dann dachte ich, was braucht es echt, dass der wegfliegt. Und nachher habe ich ganz klein mit der Hand die Waffe ein bisschen bewegt, dass sich der Schaft bei ihm bewegt. Und da ist er sauberlich weggeflogen, oder? Und dann habe ich nachher noch gemessen, wie hoch ist jetzt der gewesen. Dann habe ich schon ein bisschen lange Arme, oder? Dann habe ich die Hand ausgestreckt und das war etwa so Mitte Unterarm, das war die Distanz gewesen, der nicht mehr zu gesehen. Und das hat mich, das ist etwas, das kannst du nicht planen. Und das ist ein unglaublich schönes Erlebnis gewesen. Das ist ein wunderschöner Schluss. Danke vielmals, Guido Roos, für das Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es gewesen vom WB Gespräch. Wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Monat. Bis dann, haben Sie einen schönen Herbst. Machen Sie es gut. Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bott ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.